Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter, wir sind aktuell aus Bowsers Festung wieder raus und machen ein bisschen Nebenquests noch. Genauso wie mit diesem alten Koopa hier, dem haben wir jetzt ein Band, ein Video von Goompa. Das war doch Goomp-Opa. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, auf jeden Fall haben wir das im letzten Part geholt und das geben wir ihm jetzt wieder. So, let's go. Schnatterte Scheigeis. Mario, du bist ein richtiger Gentleman. Hat sich Goompa beschwert? Hihi, nimm dies als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Hier, nimm das. Wow, eine Münze. Also Glück, du kommst genau richtig. Oh, wie war's freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch ganz cool. So. Ich sehne mich nach einer Tasse Koopa-Tee. Das ist der beste von allen. Würdest du mir welchen besorgen? Koopa-Tee kann nur aus frischen Koopa-Blättern aus diesem Dorf gebraut werden. Es erfordert spezielles Geschick, ihn richtig zuzubereiten. Nur ein Meister der Kochkunst kann diesen Tee so brauen, dass sein Geschmack voll zur Geltung kommt. Ich glaube, die junge Omelette oder Omeletti aus Tod Town kann sich damit sehr gut auskennen. Könntest du hier zu ihr gehen und mich besorgen? Ich habe dein Wort, junger Freund. Okay. Weiter geht's. Kriege ich denn hier so ein Blatt? Okay, ich muss erstmal so ein Blatt finden. Wo kriege ich denn so ein Blatt her? Ich meine, ich erinnere mich düster daran, aber da muss man ja gegen irgendeinen Baum schlagen, oder? Damit so ein Blatt rauskommt. Nicht? Oder? Oder kann ich das kaufen? Ich bräuchte jetzt erstmal so ein Blatt. Kann ich das kaufen? Nö. Hä? Wo soll ich das herbekommen? Ah, hier. Ein Koopa-Blatt. Okay, jetzt muss ich tatsächlich was wegwerfen. Das ist ja doof. Ja, was nehmen wir denn da? Ja, irgendwie alles doof. Ja, Lebenspilz. Tschüssi. Habe ich jetzt zugemacht, weil ich 3 Stück davon habe. So. Okay, und jetzt müssen wir nach Tod Town. Und zu Omeletti. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal noch so seine Nebenquests da erfüllen. Gucken mal, was wir noch bekommen. Ihr habt ja auch gesagt, wir kriegen irgendwie noch eine Goldkarte fürs Casino. Frage an euch, was kann man da so gewinnen? Ich weiß nicht, ob ich da nochmal... Ja doch, ich werde es wahrscheinlich machen. Mit Save Points und so. Jetzt bin ich falsch. Ja, und was kann ich hier nochmal? Hier kann ich... keine Ahnung. Wir haben ja auch mit dem Schweinchen noch ein bisschen was zu machen. Okay, Omeletti war ja hier in dem Haus. Wir gucken mal hier kurz rein. Hallo, guck mal, ich habe da was für dich. Ja, bitte. Hier, das Koopa-Blatt, bitte. Hau rein. Jo, nein. Kochen. Ich koche mit Koopa-Blatt. Yo, let's go. Machen wir einen schönen Tee. Bin gespannt. Tralalalalala. Hier bitte. Es ist gar nicht so übel geworden. Hier bitte. Koopa-Tee. Stellt 7 BP wieder her. Aha. Komm jederzeit wieder, Schatzi. Ich freue mich schon. Okay, da kann man halt bestimmt auch noch krasse Rezepte bekommen. Ob man von der auch noch Sternsplitter und sowas bekommen kann, wenn man die Rezepte so vervollständigt. Weil ich habe ja schon gesehen, da gibt es ja auch einen Haufen Rezepte in den Statistiken. Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen, ne? Ah. So, zurück nach Cooperheim. Tasse Tee vorbeibringen. Bin mal gespannt, wie lange die Questline jetzt noch von ihm geht. Ja, ich will jetzt einfach nochmal so ein bisschen was zeigen. Bevor es dann ins Finale geht. Ich meine, das sind jetzt sowieso so meine letzten Züge, die ich noch weiß. Und dann, ja, geht's auch ins Finale, weil viel mehr großartige Infos habe ich jetzt auch nicht. So. Große, geifernde Kulpos, du bist unvergleichlich wundervoll ausgezeichnet. Mm, genau richtig, dieser Tee ist sowohl eisgekühlt als auch siedend heiß. Ein Gedicht, okay.
Ich weiß zwar nicht, wie das geht. Wenn es darum geht, einen alten Cooper so viele Gefallen zu tun, dann bist du ein wahres Vorbild. Diesmal sollst du etwas ganz Besonderes bekommen, aber verrat's niemanden. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Hier, nimm das. 3 Sternsplitter? Alter. Ist ja Wahnsinn. Was für ein Glück, du kommst genau richtig. Okay, es gibt noch mehr Sachen zu tun. Nun denn, junger Freund, normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen, aber ich habe schon seit langem einen Wunsch, Luigis Autogramm zu ergattern. Er ist doch dein Bruder, habe ich recht? Der junge Bursche ist einfach spitze. Hast du ihn schon mal springen sehen? Man müsste ihn eigentlich eher Luigi nennen. Wenn du irgendwie an sein Autogramm kommen könntest, würde mich das sehr glücklich machen. Wirst du mir helfen, junger Freund? Muss ich jetzt fragen, oder muss ich was abpauschen? Okay, Autogramm von Luigi. Ja Mensch, da kriegt man ja doch nochmal ordentlich Stuff hier, ne? Wahnsinn. Ah, so erstmal schon Kaffee. Okay, dann gucken wir mal bei Luigi vorbei. Wenigstens wird er jetzt auch endlich mal wichtig. Also, naja. Er ist halt so, ne? Weil die ganze Zeit über, wir haben halt mal ein bisschen mit dem geredet, aber ansonsten hat er jetzt bisher keinen großen Zweck erfüllt, der liebe Luigi. So, da steht er doch schon rum. Hallo. Was ist denn? Peach wird noch immer in den Wolken gefangen gehalten. Komm schon, Mario, du bist ein Held, Bruder. Du musst sie retten. Lass los, Mario. Brauchst du etwas? Dein Autogramm. Wie, was? Mecko Palem? Möchte ein Autogramm? Meint? Er will wirklich meine Unterschrift? Wow, cool. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich glaube, ich bin wohl so eine Art Berühmtheit. Eine Sekunde bitte. Ich schreibe es ihm sofort. Bitte schön, Mario. Mein Autogramm. Überbringe Mecko Palem die besten Grüße. Von mir, Mecko Opalem. Was hast du erhalten? Ja, das frage ich mich auch. Ach, süß. Boah, ich glaube, Leute, so Luigis Menschen und sowas muss man, glaube ich, auch mal zocken, oder? Da hätte ich, glaube ich, auch mega Bock drauf. Weil ich finde Luigi halt mega charmant. Ich finde Luigi auch charmanter als Mario, wenn ich ehrlich bin. Ich mag Luigi viel lieber als Mario. Ich glaube, da hätte ich auch mal Bock drauf, die Luigi-Menschenteile durchzuzocken. Das würde mir, nee, hier will ich nicht hin, würde mir, glaube ich, Freude bereiten, ein bisschen mit Luigi-Menschen zu ballern. Okay, dann, geben wir mal das Autogramm ab. Ja, ich meine, die Storys, die Quests hier so, die sind jetzt ganz cool. Machen Freude. So, bin ich mal gespannt. Vor allem haben wir 3 Sternensplitter gerade bekommen. Das ist schon eine gute Anzahl, muss ich sagen. Hallo. Autogramm. Bitteschön. Oh, Öffner, du bist ein Zauberer. Wahahaha. Ich habe jetzt schon so viele einzigartige Kostbarkeiten. Was bin ich doch für ein glücklicher Cooper. Hier, nimm dies und sei meiner Dankbarkeit gewiss. Oh, nun keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Hier, nimm das. Eine Münze. Wahnsinn. Was für ein Glück, du kommst genau richtig. Oh, wie war's freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind gar nicht so übel, wie man mag. Sagt. Ich war hier im Dorf in Coopers Laden einkaufen. Ich muss auf dem Heimweg mein Portemonnaie verloren haben. Würdest du es für mich suchen? Zwar ist mein Gedächtnis ein wenig porös, aber ich glaube, ich habe mit dem Kerl geredet, der immer Radio hört. Ich bin mir sicher, dass ich mein Geld zu diesem Zeitpunkt noch hatte. Aber als ich zu Hause war, war es weg. Ich überventiliere schon. Ich muss es finden. Versprich mir, dass du mir hilfst. Der mal Radio hört? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Egal, haben wir mitgenommen. Wer hört denn mal Radio? Oh, da ist er ja schon wieder. Was ist denn hier los? Warum finde ich den aktuell so oft? Frage, wie viele Münzen kostet ein Pilz im Laden von Cooperheim? Oh, der war billig. Ich glaube, das sind nur 2 Münzen. Was sind 4?
2 oder 4? 2 oder 4? 2. Shit. Nein, das waren 4, oder? Oder waren es 8? Ach, Mann! Mann! Wir haben unsere tolle Quote versaut. So, bei dem Typen, der immer Radio hört. War er, ist er das, oder was? Jo. Hi. Ah, ich liebe diesen Song. Erinnerst du dich auch an Trooper Paradies? Lass dich treiben, jo. Opas Plattenkiste. Ah, ich liebe diesen Song. Golden Oldies, sing mit. Aufgepasst da draußen. Wenn hier kommt eure Chance für den Hauptgewinn. Jeder, der einen Cooperplatz im Haupttor bringt, wird mit einer kleinen Überraschung belohnt. Oh, direkt am Tor wartet ein etwas exzentrisches aussehender Todd. Ihm müsst ihr das Blatt überreichen. Okay. Yeah, so läuft's, Leute. Ich habe richtig gehört. Das große Tor am westlichen Ausgang. Das ist das Ziel. Ich habe nur 5 Minuten Zeit. Beeilt euch. Lasst die Spiele beginnen. Ich habe zum Glück schon eins. Sonderaufgabe. Nicht ohne Seife waschen. Hä? Ich denke, ein Tod. Ihm hier oder was? Oder geht's. Geht es gerade um, um Todd Town? Habe ich was überlesen? Oh Gott, schnell, schnell, schnell. 5 Minuten Zeit nur. Ist das jetzt ernst gemeint? Wird es klappen? Ich hoffe. Du. Weh, das ist jetzt irgendwie so eine Verarsche oder einfach so ein Scherz. Ich habe ja einen Cooper-Platt. Ich dachte jetzt irgendwie in Cooperheim, aber vielleicht ist Todd Town gemeint. Tor im Westen. Nicht ohne Seife waschen, ne? Du. Ist so mein Slogan, um sich Norden, Osten, Süden, Westen zu merken. So er hier, ne? Hi. Habe ich was verpasst? Ah! Gratulation! Das ist das Item des Tages! Toll. Nutze es weise. Wir sehen uns beim nächsten Tauschspiel. Was? Alter, was? Okay, da kann man bestimmt auch noch irgendeinen Sternsplitter oder so bekommen. Oder einen Orden. Das könnte ich mir vorstellen. Über diese Tauschquests. Ja, es gibt wahrscheinlich jetzt noch so viele Kleinigkeiten, die man erledigen kann. Aber ich werde die wahrscheinlich alle nicht mehr auf die Ketten bekommen. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Opa. Und gucken mal, wo der jetzt seine Geldbörse verloren hat. Weil wir haben jetzt nicht so richtig Infos bekommen. Er hat nur gesagt, bei dem Typen vom Radio, mit dem hat er geredet und dann hatte er das noch. Deswegen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist ja für mich eigentlich, er hat das hier so verloren, oder? Nicht hier? Ah, Portemonnaie. Ausgezeichnet. Da ist er wieder. Hi. Der Quizmaster ist wieder hier. Okay, komm. Jetzt mal eine Frage, die ich beantworten kann, bitte. Wie viele Münzen kostet ein Pilz im Laden von Cooperheim? 8. Echt? Auch ver... Hä? Ich kauf so selten ein, ne? Wie viel kostet der hier?
4. Kostet tatsächlich nur 4. Wahnsinn. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, Portemonnaie haben wir auf jeden Fall. Warte mal, ist der jetzt wieder da, wenn ich jetzt wieder hierher komme? Nö. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich es verkackt. Ist das jetzt immer dieselbe Frage? Bis ich sie richtig beantworte? Ich habe damit keine Erfahrung. Ich habe bisher keine Frage falsch beantwortet und diese Frage gleich zweimal falsch. Wahnsinn. Obwohl ich ja dachte, es war vorher Tottown, oder? Portemonnaie. Oh, beim Sternhafen, du hast mich schon wieder gerettet, Mario. Du scheinst ein Gespür für verlorene Dinge zu haben. Nimm dies als Dankeschön. Oh, nur ein keine falsche Bescheidenheit. Alter, da gibt's ja noch ordentlich was zu tun hier, hä? Nun denn, wenn du die Zeit findest, ich würde alles tun für eine Flasche saures Tonic. Man bekommt es in vielen Läden. Es ist mein Lieblingsgetränk. Das zischt mir so richtig ins Hirn. Hol mir doch ein eisgekühltes. Ich bin schon am Verdursten. Ich habe dein Wort, junger Freund. Irgendein Tonic, was? Haben wir ja aktuell nicht. Keine Ahnung, finde ich das in der Wüste? Mal gucken. Hier ist der Laden. Gibt es hier Tonic? Hier gibt es keinen Tonic, schade. Gibt es hier... Hier geht's raus schon, ne? Oder? Ja. Aber da ist Quizzo! Komm schon, ist das jetzt dieselbe Frage wieder, oder... Was kommt jetzt? Wie viele Münzen kostet ein Pilz im Laden von Cooperheim? 4. Jetzt hab ich's. Haha! Hat ja nur ganz viele Versuche gedauert. Vierzehn. 48 habt ihr gesagt. Alter. Es sind ja nur noch 34. Okay. Hier gibt's schon mal keinen Tonic. Wo soll's das geben? Gibt's das in Tottown? Es gibt ja 2 Läden in Tottown. Da könnte man nochmal vorbeigucken. Ja, Leute, aber ich weiß nicht, wie lange wollen wir das jetzt noch treiben mit dem Typen? Wie viel kann man da noch machen? Das ist halt die Frage der Fragen. Ich würde sagen, ich werde diese Quest nur abschließen und werde dann ins Finale gehen. Ja. Warte mal, wo war denn jetzt hier der Laden? Hier war doch noch ein Laden. War der jetzt weiter links? Ja. Nee, warte mal. Hey, aber hier war doch noch ein Laden, oder? Bin ich doof? Hier haben wir bis jetzt auch viel zu wenig mitgemacht mit diesem Club. Ich denke, hier kann man bestimmt auch noch was machen. Später. Gibt's eigentlich noch links? Nee. Warte mal ganz kurz. Hier war doch noch ein Laden irgendwo. Bin ich ja gerade dran vorbeigerollt? Ich glaube schon, ne? Hier war doch noch ein Laden. Ja, hier. Hä? Bin ich denn blind? So, das ist doch der Tonic, oder? Ja, saures Tonic, das nehmen wir mit. So, ich will mal kurz was lagern, mein Freund. Ich lager mal kurz hier so ein, ich weiß gar nicht, ein Ahornsirup oder ein Lebenspilz, ein Ultrapilz, ein Gelee. Komm, Ahornsirup weg damit. Und ich kaufe mir mal kurz ein saures Tonic. Das will dann nämlich der Cooper haben. Ja, also... Ich werde das Spiel sowieso nicht komplettieren. Man hat jetzt nochmal gesehen, es gibt sehr, sehr viele Dinge noch zu tun. Man könnte jetzt hier schön immer hin und her rennen, könnte die Quiz-Dinger noch erfüllen. Man könnte wahrscheinlich in die einzelnen Städte gehen. Man könnte da wahrscheinlich irgendwie das Radio noch aus anmachen und die Sender umstellen, da verschiedene Tauschquests triggern. Man kann die Tauschquests mit dem Opa weitermachen. Und wahrscheinlich allgemein in den einzelnen Städten mit den ganzen Leuten nochmal reden und da vielleicht auch irgendwelche Nebenquests triggern. Das alles wird wahrscheinlich möglich sein. Ne? Aber
Ich würde sagen, damit es nicht zu langweilig wird, werden wir im nächsten Part wieder loslegen. Genau das wollte ich haben. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freund. So, eine Münze. Ja, und wir könnten jetzt hier wahrscheinlich schon wieder die nächste Quest haben. Mal gucken, was es noch ist. Ich hörte flüstern, dass am Sternschnuppengipfel eine wunderschöne Wahrsagerin leben soll. Also würdest du, ich möchte, dass du zu ihr gehst, um ein Autogramm bitten. Okay. Ja. Man könnte hier noch einiges machen, denke ich. Das würde wahrscheinlich noch ewig so weitergehen. Aber Leute, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir wieder hoch in Bowsers Festung und gehen ins Finale rein. Das machen wir im nächsten Part. Mit Sicherheit könnten wir hier noch ewig viel weitermachen. Aber wir beenden das gute Stück jetzt langsam. Ziehen wirklich ins Finale rein. Wir haben viele Nebenquests und so weiter erfüllt, sind viel rumgereist, haben viel gesehen. Und ihr merkt auf jeden Fall, es gibt noch viel zu tun. Man kann noch vieles machen. Aber für dieses LP reicht mir der Stand, den wir aktuell besitzen. Es sind ja auch nur noch so, keine Ahnung, 8 Orden oder so gewesen oder 5, die uns noch fehlen. Und ich bin mit dieser Quote eigentlich relativ zufrieden. Nur dafür, dass es das erste Mal ist, dass wir das Game durchzocken, dass es ein Blind-Projekt war, bin ich hiermit sehr zufrieden. Wir können es ja irgendwann nochmal zocken, vielleicht in einem Livestream oder so. Und dann machen wir da 100% rein. Und da quizzen wir uns richtig schön durch. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Aber das war's mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Part in Bowsers Festung wieder. Dort geht's dann ins große, grande Finale. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.